Erstmal vielen Dank für die Einladung. Der Thomas, also der Sänger hier, der bat mich darum, über das Chaos meines Lebens zu sprechen, über die Dinge, die in meinem Leben nicht so gut liefen und was letztendlich Gott draus gemacht hat. So möchte ich das heute tun. Es kann sein, dass wir zusammen lachen. Es kann aber auch sein, dass wir zusammen weinen. Ihr sollt auf jeden Fall wissen, dass ich nach dem Gottesdienst noch ein bisschen da bin. Mit mir kann man eigentlich super reden, Blödsinn machen, weinen, beten, alles. Ja, ich habe mich als kleiner Bub oft gefragt, für was mein Leben einen Sinn hat. Ich habe eine Kindheit erlebt, wie man sie eigentlich keinem Kind wünschen kann. Der Vater war Alkoholiker, er hat nicht gearbeitet, er war gewalttätig. Und ich habe sehr oft Sätze gehört wie, du bist nichts und du kannst nichts. Und Sätze, die mit du bist beginnen, die haben Macht. An dieser Stelle möchte ich euch gleich sagen, wenn er einen Menschen mit du bist anspricht, alles was danach kommt in Liebe. Denn du bist, aus diesem Satz wird eines Tages ich bin. Mein Vater war der stadtbekannte Säufer, der stadtbekannte Schläger und somit war ich auch das stadtbekannte Kind. Wir waren die Ärmsten im ganzen Ort. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen, in einem Haus, wo die Dachplatten einfielen, das nicht mal ein richtiges Haus war und in dem es nicht mal eine Dusche oder ein Badezimmer gab, sondern wir haben uns in einer Schüssel am Hausgang gewaschen. Es war sehr dunkel in diesem Haus und in der Dunkelheit bekommst du Angst. Wenn du Gewalt erlebst, hast du Sehnsucht nach Sicherheit. Und wenn du Kälte erlebst, hast du Sehnsucht nach Wärme. Im Alter von 4, 5 Jahren habe ich Jesus Christus kennengelernt. Und das war eine ganz einfache Begebenheit. Ich bin evangelisch getauft, aber ich bin ca. 100 Meter von der katholischen Kirche groß geworden. Und so ging ich fast jeden Tag in die katholische Kirche. Und in unserem versifften kleinen Schlafzimmer, da war ein kleines Jesusbild. Und ich habe mich gefragt, warum hat der Mann Löcher in den Händen und warum ist es der einzige Mann, der mich so liebevoll anschaut. So habe ich im Alter von 4, 5 Jahren Jesus Christus kennengelernt. Als ich zur Schule gekommen bin, habe ich Chaos erlebt. Ich habe vor 3, 4 Wochen bei ZDF eine Reportage gehabt zum Thema Gewalt und Mobbing und vor 3, 4 Tagen bei N24 über Mobbing. Und dann bekommen wir unzählige E-Mails von Menschen, die mir erzählen, ich werde gemobbt. Und dann kommt Doppelpunkt, weil ich groß, klein, dick oder dünn bin. Oder Eltern schreiben mir, mein Kind wird gemobbt. Und dann diese ganze Reihenfolge. Ich bin der festen Überzeugung, dass kaum ein Mensch aus diesen Gründen gemobbt wird. Sondern der allererste Grund ist, die anderen spüren, du kennst deinen Wert nicht. Du setzt keine Grenzen. Und sie spüren, es ist niemand da, der dich beschützt. Ich war 15 Jahre lang Personenschütze, ich war Inhaber eines Sicherheitsdienstes und ich habe so viel Gewalt erlebt, so viel Böses von den Menschen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, zu was menschenfähig sind. Und es ging schon los, nicht nur in meinem Elternhaus, sondern auch in der Schule. Jeden Tag hatte ich 3, 4 Leute gegen mich, jeden Tag. Aber nicht aus diesen Gründen, sondern sie spürten, mit dem kann man alles machen. Und wenn die deine Wunde entdeckt haben, dann bohren sie drin rum. Und an dieser Stelle möchte ich immer wieder sagen, Jungs, die leiden, die sprechen nicht. Die meisten, ich komme aus Baden-Württemberg, wenn du da einen Mann fragst, wie geht's dir, dann sagen die zu 99,9%, es passt schon. Es passt schon. Ja? Und muss. Das heißt übersetzt, ich habe nicht viel Zeit, deswegen umschreibe ich es auch nicht, beschissen. Ja? Ich will nicht drüber sprechen. Die meisten Männer sprechen nicht, wenn man es ihnen nicht vorgelebt hat. Wenn Väter zu mir kommen und sagen, mein 14-, 15-, 16-jähriger Sohn, da habe ich mitbekommen, der leidet in der Schule, der hat schlechte Noten, der sitzt den ganzen Tag vor dem PC oder sonst irgendetwas, aber der redet nicht mit mir, dann frage ich die Väter grundsätzlich, hast du schon etwas von dir erzählt? Als du 13, 14, 15 warst, warst du da mal traurig? Hat dir jemand wehgetan? Na klar. Hast du das deinem Sohn schon erzählt? 99,9% der Väter fragen mich dann, nö, aber ist das wichtig? Ja, das ist wichtig. Ich glaube, wir brauchen Väter, die nicht nur von ihren Erfolgen berichten, sondern in erster Linie von ihren Niederlagen, von ihrer Schuld. Es macht sympathisch. Und das hebt die Messlatte nicht so weit nach oben. Ich weiß seit dieser Zeit in der Schule, dass der schlimmste Tag in der Woche nicht der Montag ist, sondern es ist der Sonntag.
Am Sonntag haben Millionen von Menschen Angst. Nicht vor Syrien, Ukraine oder Afghanistan. Vielleicht sogar vor uns, vor ihren Mitschülern, vor ihrem Arbeitskollegen. Und mich fragen manchmal die Leute, Mensch, du warst Personenschützer und du bist Christ, wie passt denn das zusammen? Wir sind berufen, Personenschützer zu sein. Für uns selber und für den Nächsten. Denn im Psalm 91 steht, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten und beschützen. Genau darum geht's. Und manchmal haben wir die Hosen voll. Weil wir Angst haben, wenn wir uns von anderen Menschen einsetzen, dann bekommen wir selber Probleme. So war ich als Kind in der Schule alleine. Ich hatte Angst, zur Schule zu gehen, hatte Angst, wieder nach Hause zu gehen. Und trotzdem spreche ich von einer gesegneten Kindheit, denn ich war jeden Tag draußen, jeden Tag. Ich war auf den höchsten Bäumen, ich habe gelernt, auch zu fallen. Ich habe gelernt, die Hände vors Gesicht zu nehmen. Ich habe Körperspannung, ich kann einen Purzel bauen. Ich bin jetzt seit 25 Jahren fast so unterwegs und bin auch Trainer für Selbstverteidigung, ohne fernöstliche Rituale. Und vor 25 Jahren habe ich den Leuten gesagt oder gezeigt, wie eine Fallschule geht. Und von 20 Leuten war vielleicht ein Kind dabei, ein Jugendlicher, der konnte keinen Purzel bauen. Heute ist es andersrum. Ich hatte vor 3 Monaten ein Projekt mit 24 Jugendlichen im Alter von 11 bis 15. Dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir mal Fallschule. Hä? Sage ich, Purzelbaum? Das habe ich noch nicht gemacht. Von 24 Leuten hatte ich am Ende des Projektes 2, die im Purzelbaum konnten. Aber wenn ich sie frage, was machst du in deiner Freizeit, dann kommt FIFA World Cup, Minecraft, Deinkraft, unsere Gruft. Ja. Mein Negativ-Heil, ich habe ja schon Menschen gesehen, die haben Federball im Wohnzimmer gespielt, ja, und Kegeln habe ich auch schon gesehen. Aber das Highlight war, ich besuche gerne Menschen, die keiner besucht. Ist mir einfach wichtig. Denn der Name Gottes, Yahweh, bedeutet übersetzt, ich bin da. Deswegen bin ich auch gern für diejenigen da, für die sonst keiner da ist. Und vor 2,5 Jahren habe ich so eine Familie besucht, dann stehe ich so im Flur, die Frau begrüßt mich, die Wohnzimmertür war ein Spalt auf und da steht der Mann so im Wohnzimmer drin. Ich gucke so, spreche noch mit der Frau, da ich so, hä? Ja, der ist beschäftigt, der kommt gleich. Und da habe ich mir gedacht, also wenn einer so steht, sind es 3 Dinge wahrscheinlich: Rückenschmerzen, Durchfall oder Verstopfung, irgendwas von den 3. Ja. Und auf einmal macht er einen Satz, fliegt an der Wohnzimmertür vorbei und dann frage ich seine Frau, was macht er denn? Skispringen im Wohnzimmer. Skispringen im Wohnzimmer? Landwirtschaftssimulation? Ich blick da nicht mehr durch. Und wie an jedem Vortrag, egal wie kurz er sein mag, möchte ich den Leuten erzählen, dass ich über 100 Projekte im Jahr mache und ich habe Tausende von Jungs und Mädels in Österreich, Schweiz und Deutschland gefragt. Die Jungs habe ich gefragt, was würdest du denn am liebsten mit deinem Papa machen? Mit deinem Opa? Mit dem allertollsten Freund in deinem Leben? Kein einziger Junge, kein einziger, hat mir gesagt, Skispringen im Wohnzimmer. Keiner wollte Minecraft machen oder wie das Dingens da heißt. Kein einziger. Keine Landwirtschaftssimulation, kein Strategiespiel, nichts. Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen, einen Drachen steigen lassen. Ich habe noch nie was anderes gehört, kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Wenn ich Mädchen frage, so ab 11, 12 Jahre, was würdest du am liebsten mit deiner Mama machen, mit deiner Oma oder mit der allertollsten Freundin in deinem Leben? Die Top-Antwort in allen Ländern ist, egal ob arm oder reich, auch egal welche Bildung, shoppen gehen. Und die zweite Top-Antwort ist unfassbar, kochen und Kuchen backen. Und die dritte Top-Antwort, alles was mit Sport und Natur zu tun hat. In den 50er Jahren haben Psychologen aus der Schweiz herausgefunden, unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir immer trauriger und einsamer werden. Es gibt eine Studie in Baden-Württemberg, die besagt, dass ein Jugendlicher mit 15 Jahren 7,5 Stunden jeden Tag vor einer Kiste sitzt. Da würde ich auch Angst bekommen. Da wäre ich traurig. Denn es steht schon ganz am Anfang in der Bibel,
Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Der dunkelste Tag in meinem Leben als Kind war, als ich einen 9. oder 10. Geburtstag hatte. Da habe ich meinen Papa gefragt, was kriege ich zum Geburtstag? Und er spuckt mir mitten ins Gesicht. Und dann fragt er mich, reicht es? Oder willst du noch mehr? Dann habe ich gesagt, Papa, das reicht. Danke. Danke. Und wisst ihr was? Die Spucke und die Tränen konnte ich Jesus zeigen. Manchmal sagen die Menschen mir, ach, das ist doch egal, an was man glaubt, ist doch eh alles dasselbe. Ehrlich? An Gott, der die Herrlichkeit des Himmels verlässt und in einem dreckigen Stall auf die Welt kommt. Ein Gott, der die unendliche Weite des Himmels verlässt, um in den Schoß einer Frau einzukehren. Ein Gott, der niederkniet und Füße wäscht, mit den Händen, wo er Sterne in den Himmel setzte. Und der dem Petrus hinterherläuft und macht ihm Frühstück und fragt, hast du mich lieb? So ein Gott gibt es ein zweites Mal. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Sein Name ist, ich bin da. Und er war da in den dunkelsten Tagen meines Lebens. Ich bin irgendwann mal nach diesem Schmerz auf dem Bahngleis gegangen und habe gesagt, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich habe kein Zuhause. In der Schule sind sie gemein und zu Hause auch. Und ich kann es nicht erklären. Ich bin keiner, der auf Knopfdruck Visionen hat oder der auf einmal so eine Eingebung hat. Aber in meinem Herzen war, ich glaube, es war Gott. Weißt du, wenn du sagst, es war Gott, dann kannst du nichts dagegen sagen, wenn Gott was sagt. Aber ich glaube, es war Gott. Ich habe dich lieb. Ich habe was vor mit dir. Leb weiter. Heute weiß ich, warum ich weitergelebt habe. Wenn ich heute in eine Klasse reingehe, ich kann dir sagen, wer leidet. Ich weiß es nach ein paar Sekunden. Nicht, weil ich so schlau bin. Die anderen sind viel schlauer wie ich. Aber ich habe es erlebt. Ich weiß, wie sich Abende anfühlen, wenn du Angst hast vor morgen. Ich habe es erlebt. Und ich weiß, wie Menschen drauf sind, die quälen. Heute weiß ich, ihnen hat man auch wehgetan. Sonst würden sie anderen nicht wehtun. Nur verletzte Menschen verletzen Menschen. Deswegen hat Jesus gesagt, liebe deine Feinde. Weil sonst geht es ja weiter. Das hört ja nie auf. Ich wollte mir mehrfach das Leben nehmen als Kind, als Jugendlicher. Mit 18 Jahren habe ich zu meinem Vater gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, nur ein einziges Mal, dann gehe ich. Übersetzt bedeutet dieser Satz, bitte tu mir noch ein einziges Mal weh, damit ich endlich gehen kann. Und das tat er. Ich kannte meinen Wert nicht und deswegen habe ich Kampfsport gemacht, damit ich mich sicherer fühle. Ich kenne viele Jungs, die kennen ihren Wert nicht, weil ihr Vater ihnen zwei Dinge nicht gesagt hat. Ich habe dich lieb und ich bin stolz auf dich. Diese zwei Sätze braucht jeder Junge in seinem Leben. Wenn nicht von seinem biologischen Vater, dann von seinem geistigen Vater. Ansonsten gibt es manche Leute, die müssen mit Drogen, Spritzen und Tabletten müssen die Bodybuilding machen, damit die Welt sie schon von Weitem lobt. Manche brauchen eine Frau nach der anderen aus ihrer Hilflosigkeit, aber dass die Sehnsucht da ist, dass sie von diesen Frauen gelobt werden. Ich war mit Weltstars unterwegs, die kommen nicht zur Ruhe. Wenn die in der Garderobe waren, waren die die ärmsten Menschen dieser Welt und die traurigsten. Und manche müssen rasen. Ich kenne viele junge Männer, die müssen einfach durch die Gegend rasen. Und ein solch junger Mann hat vor fast genau sechs Jahren, 70 Stundenkilometer waren erlaubt, und er fuhr mit 150 in das Auto meiner Frau. Es war der dunkelste Tag meines Lebens, der allerdunkelste. Und ich kann euch nur eins sagen, Gott hat mir nie versprochen, dass mein Leben einfach wird. Das hat er nie gemacht. Ich bin kein Theologe, vielleicht steht irgendwo was anderes. Ja? Aber er hat mir versprochen, ich bin da. Und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in die zwei schlimmsten Stunden meines Lebens. Ich war in Nürnberg unterwegs, als ich einen Anruf bekam, deine Frau hat gerade einen schweren Autounfall gehabt. Eure Freundin, Mutter von 5 Kindern, war auf der Stelle tot. Und was mit deiner kleinen Tochter, die war damals 16 Monate alt, und was mit deiner Frau ist, das wissen wir nicht. So fuhr ich 2 Stunden von A nach B. Da brauchst du kein höheres Wesen mehr. Da brauchst du nicht mehr Feng Shui oder fernöstliche Meditationsformen. Da schreist du noch dem Gott, der nahe ist. So wie sie es auf der Titanic gemacht haben. Die hatten Angst. Die waren in Dunkelheit.
Und wisst ihr, was das letzte Lied war? Näher mein Gott zu dir. Das war das letzte Lied, das sie auf der Titanic gespielt haben. Ich habe 2 Stunden lang unter einem Zeugen, ein Freund von mir, das Polizeibeamter, er war neben mir, ich bin gefahren, damit er mit seinen Kollegen telefonieren konnte, um herauszufinden, ob meine Familie noch lebt. Ich weiß nicht mal, wo ich die Kraft herbekam, 2 Stunden zu fahren. Aber ich habe 2 Stunden lang gebetet, Jesus, ich will dich lieb haben, wenn es mir gut geht. Und ich will dich lieb haben, wenn es mir schlecht geht. Ich will dich lieben, wenn du mir gibst. Und ich will dich lieben, wenn du mir nimmst. Ich kann es nicht erklären, aber ich war nicht allein. Ich war zwar dann im Krankenhaus und musste 5-6 Stunden warten, bis meine Frau aus dem OP kam. Ich war von Menschen umgeben und ich war doch verlassen. Aber Gott war da. Und ich habe Unfassbares mit Gott erlebt. Und meine Frau überlebte das Ganze und sie kehrte nach einem Jahr ins Leben wieder zurück. Und meine Tochter überlebte auch. Aber heute weiß ich, wenn es Menschen den Boden wegzieht, wie es ihnen geht, ich habe es erlebt. Gott hat mich in die Schule genommen. Ich weiß, wie es ist, wenn andere an deinem Arbeitsplatz gemeint sind. Ich weiß es. Und in 15 Jahren Sicherheitsdienst, oh, wie oft wollten mich die Menschen hauen und Barhocker auf dem Hirn zertrümmern mit einer abgeschlagenen Flasche. Und das Highlight war, ist auch schon 15 Jahre her, da wollte mir einer eine Feuerwerksrakete ins Gesicht schießen. Da habe ich mir gedacht, das ist mal was anderes. Ja. Also so eine normale Schlägerei auf dem Parkplatz ist nett, ja. Aber eine Feuerwerksrakete, machen wir was anderes. Ja. Ja. Aber immer wenn ich in diesen Krisen war, habe ich so einen Vers gehabt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand schützend über mich. Und es gab eine Situation, da wollte man mir das Leben nehmen und da bin ich raus auf dem Parkplatz, ich wurde bedroht. Und da habe ich gesagt, Gott, ich habe die Hosen voll, du weißt es. Aber du hast gewollt, dass ich hier bin und dann musst du auf mich aufpassen. Ich bin in 15 Jahren nicht ein einziges Mal verletzt worden. Ja, denn Gott ist da. Und wenn ich verletzt worden wäre, was mir oft im Leben passiert ist, das heißt nicht, dass er nicht da ist. Aber ich werde daraus lernen. Ich möchte zu meiner Geschichte zurück. Und ich war auf der Flucht, so wie andere viele Frauen brauchten und Erfolg brauchten und Muskeln und Rasen, so brauchte ich die Prominenten dieser Welt. Es war sogar so weit, dass ich irgendwann mal mit Muhammad Ali unterwegs war, so ein Kindheitstraum von mir. Und eigentlich, das war 2002 und 2005, war ich der zerbrochenste Kerl, den man sich vorstellen kann. Nach außen hin super hart und tough, in Wirklichkeit ein armer kleiner Kerl. Ich hatte damals einen Sohn, den habe ich ja heute noch. Aber das Baumhaus habe ich nie mit ihm gebaut. Seine Sehnsucht habe ich nie gestillt. Wenn ich manchmal mit Sterbenden zusammen bin und am Schluss mit ihnen einfach Zeit verbringe und Händchen halte und bete, dann sagen sie mir oft, sie bereuen gar nicht so sehr das, was sie falsch gemacht haben, sondern die Dinge, die sie nie gemacht haben. Und ich bin schuldig geworden, sehr, sehr oft an nicht gebrachter Liebe. Mein Sohn wollte sich vor 8, 9 Jahren das Leben nehmen. Und am Anfang habe ich noch geguckt, wem kann ich die Schuld in die Schuhe schieben. Ich bin schuldig geworden. Ich, niemand anders. Der andere muss für seine Schuld gerade stehen, aber ich für meine. Und in diesem ganzen Prozess habe ich etwas gelernt. Ich muss ab und zu auf die Uhr schauen, weil wenn ich so, verliere ich manchmal so das Ende aus den Augen. Ja. Jetzt sind es, glaube ich, noch 1,75 Stunden. Nein, Spaß. Ich kannte in meinem Leben auch manchmal heute noch, es gibt Tage, da kenne ich meinen Wert nicht, obwohl ich Christ bin. Bitte seid die Theologen jetzt unter euch, bitte nicht böse sein. Und auch heute läuft manches nicht glatt in meinem Leben. Manchmal guck mal, was denkt die Welt von dir? Oh, das geht in die Hosen. Der Klitschko hat nach 11 Jahren einen Kampf verloren, haben die Leute gesagt, du bist ein Waschlappen, du bist eine Pfeife, du bist ein Versager. Der Pep Guardiola gewinnt 7 Titel in 3 Jahren mit dem FC Bayern und Experten sagen, er hat versagt, er hat die Champions League nicht gewonnen. Du kannst da, Bruno Labbadia wurde im Dezember zum Hamburger des Jahres gewählt. Muss man sich mal vorstellen. Ich habe mir gedacht, das gibt es nur bei McDonald's oder so, ja. Oder beim Burger King, ja. Und 10 Monate später
Werfen Sie den Hamburger des Jahres raus, wir brauchen dich nicht mehr. Es ist wurscht, ob du erfolgreich warst. Wenn es morgen nicht mehr ist, können wir dich nicht mehr gebrauchen. Also wenn du danach guckst, was die Welt über dich sagt, da gibt es immer Menschen, die werden dich nicht lieben. Manchmal frage ich mich selber, ob ich mich lieb habe. Und dann gucke ich so auf mein Leben zurück, bin dankbar, wie in diesem Lied, danke. Und manchmal habe ich so dunkle Tage, die habe ich ab und zu. Da frage ich mich, ob ich der größte Versager der Welt bin. Die habe ich. Und dann frage ich Gott, wer bin ich denn für dich? Und in Jesaja 43 steht, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. Wir sind kostbar und wertvoll, weil er uns lieb hat. Und Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Ich fasse die Bibel in die zwei Verse zusammen. Ich habe dich lieb. Hast du mich auch lieb? Für mich ist ein Christ, der sagt, ich habe Jesus lieb. Das ist für mich ein Christ. So einfach ist es. Und manchmal fragen mich Christen, wie kann ich Gott beweisen, dass ich ihn lieb habe? Beweisen? Müssen meine Kinder mir jeden Tag beweisen, dass sie meine Kinder sind? Sie bleiben meine Kinder, auch wenn sie Fehler machen. Wichtig ist, nahe zu sein, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist wichtig. Und ich, Depp, habe jahrelang versucht, ja, meinem Vater zu sagen, Mensch, Vater, fang mal an zu beten. Und je mehr ich das gemacht habe, desto weniger hat er gebetet. Je mehr ich gesagt habe, hör auf zu trinken, hat er noch mehr gesoffen. Er hat immer das Gegenteil gemacht. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Vater, ich vergebe dir. Dann hat er gesagt, für was denn? Und dann habe ich aufgezählt. Und je mehr ich aufzählte, dann hat es noch mehr gekracht. Und vor 9 Jahren fuhr ich durch mein kleines Städtchen durch und sehe meinen besoffenen Vater. Mein Leben war kaputt. Die Ehe war kaputt. Meine erste Ehe ist zugrunde gegangen. Mein Sohn wollte nichts mehr von mir wissen. Mein Leben war ein Scherbenhaufen. Aber ich war bekannt. Ali beschützt, war beim Papstbesuch 2006 dabei. Nach außen hat alles gepasst, passt schon. In Wirklichkeit war ich voller Angst. Und ich war einsam, sehr oft einsam. Und in dieser Nacht, als ich meinen Papa sah, da war in meinem Herzen, der stirbt bald. Ich bin dann nach Hause und habe gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte einen Frieden haben mit meinem Papa. Ich habe keine Ahnung wie. Ich habe zwar Veranstaltungen abgesichert mit zigtausenden von Menschen, dass die friedlich ablaufen, aber wie man Frieden mit Papa macht, keine Ahnung. Und in einer dieser Nächte habe ich geträumt, er wäre gestorben. Am nächsten Morgen wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich ging mit 37 Jahren in die Bude meines Vaters, in die stadtbekannte Pennerkneipe und stand vor Zimmer Nummer 5. Und ich glaube, der Teufel hat mir 1 Million Mal gesagt, wie doof bist du. Der muss zu dir kommen. Wir wissen ja, bei jedem Streit sind die anderen schuld. Wir warten immer, bis die anderen kommen. Und ich glaube, eines der Lieblingsworte des Teufels ist morgen. Morgen ist ein guter Tag. Nicht heute. Morgen. In meinem geistigen Auge kam ein Bibelvers, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Ich kann euch sagen, ich bin oft in meinem Leben bedroht worden. Ich habe viel Schläge kassiert in meinem Leben. Ich habe unfassbare Dunkelheit erlebt, aber ich hatte noch nie so die Hosen voll wie an diesem Augenblick. Zu meinem Vater zu gehen und sagen, ich habe dich lieb. Da haben wir die Hosen voll. Übrigens, wir Christen, wir haben dieselben Probleme, Liebe auszusprechen wie die anderen. Am Sonntagmorgen in den Gemeinden gibt es für die Geschwister im Glauben ein Küsschen links und ein Küsschen rechts. Und dann frage ich, sag mal, wie steht es mit deinen biologischen Geschwistern? Knuddelst du die auch noch? Kriegen die auch noch ein Küsschen? Hast du ihnen schon gesagt, wie lieb du sie hast? Die Antworten möchte ich heute gar nicht euch liefern. Dauert so lange. Ich ging zu meinem Vater rein als erwachsener Mann und mein Vater dreht sich um. Er will anfangen zu schreien. Dann habe ich gesagt, Papa, vor 10 Jahren habe ich noch Erzeuger gesagt. Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, wie lieb ich dich habe. Und ich bitte dich um Vergebung. 7, 8 Sekunden schaut er mich an und dann fragt er mich, warum kommst du zu mir? Papa, du hast mir nie gepasst, ich habe mich geschämt für dich, ich wollte dich verändern. Heute möchte ich dir sagen, du musst dich nicht mehr ändern. Du kannst weiter trinken, du kannst tun und lassen, was du willst. Meine Liebe ist ab heute bedingungslos. Und deine Schuld ist nicht mehr wichtig, aber bitte vergib mir meine.
Da kommt mein Vater nach 37 Jahren auf mich zu. Er konnte mich nicht in den Arm nehmen. Wisst ihr warum? Man hat es ihm nie beigebracht. Sein Vater hat ihn auch nie in den Arm genommen. Er drückt mich am rechten Oberarm und sagt mir, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nie zeigen. Und von diesem Tag an war ich Sohn. Von diesem Tag an hat mein Vater einen Sohn gewonnen und ich habe einen Papa gewonnen. Von diesem Tag an saßen wir miteinander an einem Tisch, immer und immer wieder. Die Sehnsucht aller Menschen, Tischgemeinschaft. Hier sitzt man sich gegenüber, hier schaut man sich in die Augen, hier bist du nicht mehr alleine. Hier erfahren wir etwas übereinander, hier können wir über Ängste sprechen, über Dunkelheit. Hier geht es um Identität und Wahrheit. Deswegen gibt es übrigens so viele Kochsendungen, weil die Leute mit dem Kochen zwei Dinge verbinden. Ich teile mit dir und ich sitze mit dir an einem Tisch. Jesus hatte immer wieder Tischgemeinschaft. So lieb hat er uns. So lieb. Selbst am Abend vor seinem Tod. Tischgemeinschaft. Und je mehr Tischgemeinschaft ich mit meinem Papa hatte, desto heiler wurden wir. Mein Vater hörte von alleine auf zu trinken. Mein Vater versöhnte sich mit vielen Menschen. Und mein Vater fing von alleine an zu beten. Bevor mein Vater starb, habe ich ihm noch einmal gesagt, wie lieb ich ihn habe. Und dann hat er so getan, als hätte er es nicht gehört. Dann habe ich so laut gerufen, es war in einem Krankenwagen drin, dass die Leute auf der Straße hörten. Und ich habe ihn geküsst. Ich kann euch nur darum bitten, wenn ihr noch Vater, Mutter habt, heute ist ein guter Tag. Wenn ihr jemanden habt, den ihr lieb habt, auf den Beerdigungen wird immer gelobt und von Geschäftsführern, wow, war ein toller Kollege, tolle Kollegin, ja, wir vermissen sie. Kann man das nicht zu Lebzeiten sagen? Und ich hab dich lieb, geht es nicht mehr? Besonders diejenigen, die Gott lieb haben. Ein neues Gebot gebe ich euch. Habt einander lieb, wie ich euch liebe. Und dann noch zwei Dinge noch. Jesus. Jesus hatte auch Angst im Garten Gethsemane. Er hatte geweint und auf manchen heiligen Bildern hat er ein weißes Gewand an. Nein, ich glaube, es war total schmutzig vor Dreck. Er lag im Dreck. Er hat Blut geschwitzt vor Angst. Und wisst ihr was? Und dann steht im Johannesevangelium, dass ein Trupp, eine große Schar von Soldaten kam. Historiker meinen, es waren 200 Soldaten. Und Jesus fragt sie, wen sucht ihr? Ich finde Jesus so cool, der fragt manchmal Dinge, obwohl er sie weiß. Ja, das ist Wahnsinn. Ich frage auch manchmal meine kleine Tochter, hast du mich lieb? Das weiß ich total, aber ich höre es so gerne. Ja, ich brauche das. Und wenn Jesus und ich das brauchen, braucht ihr das und die Menschen um euch herum auch. Und als Jesus sagt, als die sagen, wir suchen Jesus von Nazareth, und er sagt, ich bin es, da steht im Johannesevangelium, sie wichen zurück und fielen zu Boden. Ich glaube, so können wir es auch. Es ist keine Schande, im Dreck zu liegen. Es ist keine Schande, zu weinen und traurig zu sein und sagen, ich kann gerade nicht mehr. Aber vergiss nicht, dieser Jesus hat ein paar Sekunden später nur einen Satz gesagt und eine Armee geht in die Knie. Was Liebe auslöst, was diese Worte für eine Macht haben. So möchte ich euch am Schluss vier Dinge da lassen. Das erste ist die Vergebung Gottes. Gott sendet seinen Sohn und hält durch ihn die Hand zu euch hin. Das zweite ist, vergib dir selber. Wenn du anfängst, dir selber zu vergeben, wirst du viel mehr anfangen, dich lieb zu haben. Du kannst andere Menschen viel mehr lieben. Das dritte ist, vergib jeden Menschen, der dir wehgetan hat. Jeden. Eine Woche nach dem Unfall bin ich zu dem Unfallverursacher, er war unverletzt. Ich klingelte an seiner Haustür, meine Frau kämpfte noch um ihr Leben und ich kämpfte mich an seine Tür. Und er öffnet mir, er erkannte mich und sagte, Herr Stahl, Sie können mit mir tun, was Sie wollen. Da habe ich gesagt, das ist gut, da werde ich jetzt gleich mal beten. Ja? Und ich möchte dir vergeben. Und völlig verdutzt bittet er mich an einen Tisch und sagt, Herr Stahl, am liebsten wäre ich gestorben, damit die Frau wieder lebt und damit ihre Frau überlebt. Und Sie kommen und vergeben mir, ich verstehe das nicht. Da sage ich, Kerle, ich habe kaum noch Kraft, habe ich gesagt.
kann kaum laufen, kaum atmen vor Angst. So schwer ist mir. Und wenn ich jetzt anfange, dich zu hassen und wenn ich Wut auf dich habe, dann fehlt mir die letzte Kraft für meine Familie und für mich selber. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Ich habe niemals Hass gehabt, kein einziges Mal. Und Gott hat mich in diesen dunklen Ort mitgenommen. Ich bin nicht allein. Und das vierte ist, um Vergebung bitten. Du wirst merken, du wirst keinen einzigen Menschen wegtreiben, wenn du sagst, bitte vergib mir. Und diese vier Dinge beinhalten Folgendes. Freundschaft mit Gott, mit dir selber, mit deinem Nächsten, damit erfüllt wird, was in der Bibel steht. Diese drei Dinge, damit wir leben, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Kraft lieben und deinen Nächsten wie dich selber. Ihr Lieben, ich bin hier nicht da, um zu unterhalten. Ich habe so oft erlebt, dass Menschen die Liebe aussprachen und frei wurden. Gebt die Liebe reichlich weiter, lasst euch von niemandem aufhalten. Heute ist ein guter Tag, euren Familien, euren Freunden, damit die anderen spüren, ich bin da, ist da. Ich bin da. Die Liebe Gottes soll durch euch zu den Menschen kommen, dass ihr einen Arm nehmen könnt, vergeben könnt und die Liebe aussprechen. Gottes Herrlichkeit soll durch euch zu den Menschen kommen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, du hast uns versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ich bin da, ist da. Du siehst unsere Herzen, unsere nicht gebrachte Liebe, unsere Schuld, unsere Dunkelheit. So bitte ich dich, in all unserer Ausweglosigkeit sei du unser Weg. In all unserer Dunkelheit sei du das Licht. In all unserem Chaos bring du uns Ordnung. Denn es segne uns und behüte uns der allmächtige Gott, der Herr aller Herren, der Vater, der Papa. Und Jesus Christus, der liebevollste Fußpfleger im ganzen Universum, unser Heiland und unser Freund. Und der Heilige Geist, der euch Mut zuspricht, der euch tröstet und der euch die Gewissheit gibt. Ihr seid nie allein. Amen.